Mama, Digga, ein Schnittchen, herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge. Cartoon Chaos. Heute mit Chaos Brammen und Chaos Sebastian. Und Chaos und, Jay. Wir haben es eingereicht bekommen: 10 Rubriken von CGS. Chaos und, CGS. Genau, Chaos GS. Und ja, Deutschland ist wieder nicht erlaubt, ja, hier in Google Maps wieder Sachen suchen. Und zwar müssen wir finden, dass ein US-Postal-Fahrzeug, ja, also das US-Postfahrzeug, Fahrradfahrer mit Helm, eine schwarz-weiß gepunktete Kuh, also ne, schwarz und weiße Kuh, geschmückter Weihnachtsbaum, ein Staudamm, ein Pokémon, ja, dabei haben wir gesagt, es ist egal, ob es halt ein Plakat ist oder eine Karte oder ein Stofftier. Das wird schwierig. Ein echtes wird schwierig, ist richtig. Dunkin' Donuts Finale, ein Wohnwagengespann, ein Basketballkorb und eine Autofähre. Das wird nicht so leicht, wir haben aber 20 Super. Minuten Zeit und gucken mal, wie es läuft. Ja, ich würde sagen, bis gleich. So, meine Zeit läuft. Womit fahren wir denn? Ach, wir fahren mit der Autofähre. Let's go. Ach, Deutschland war verboten, ne? Aber wir können ja einfach dahin gehen, wo wir angekommen sind. Warte mal. Staudamm. Okay, pass auf, ich fahre mit dem Staudamm an, weil Las Vegas, Nevada. Hooverdamm, der sagt mir was. Mein Staudamm gibt es hier nicht irgendwo auch im Nil? Da ist doch dann der Hooverdamm da in der Nähe, irgendwo. Hier, irgendwo. Da ist der Hooverdamm. So, okay. Jetzt wollen wir nur noch da, aber das kriegen wir ja wohl hin, oder? Da. Da. Das ist ein Staudamm. Alter, ich finde das wirklich gar nicht so einfach. Da, guck mal. Da. Ja, perfekt. Hier, zack. Ui, was ein schöner Staudamm. Mensch, den würde ich aber toll finden. Okay, den haben wir schon mal, einen Staudamm. Alles klar. So, dann eine Dunkin' Donuts, eine Autofähre. Pass auf, wir gehen nach Oslo. Weil, wir sind gerade in Dänemark, Oslo, da. Da! Wir müssen ja in Street View und müssen die ja in Street View sehen. Warte mal, können wir auf das Schiff? Auf dem Schiff ist natürlich ein bisschen dumm. So, und gucken jetzt einfach mal. Da. Naja, das ist das Innere einer Autofähre. Ich will doch das Schiff von außen sehen. Okay, dann nehmen wir einen Spot, der außen ist. Hier, Aussichtsplattform. Da! Da ist unsere Autofähre, mit der wir gefahren sind. Nach Norwegen. Nice. Okay. Das würde ich so zählen lassen. Das ist nämlich die Autofähre, mit der wir gefahren sind. Scandi Ferry. Und du hast ja nicht umsonst auch diese ganzen Reihen für die Autos und so. Die sieht man von hier aus nicht. Pokémon finde ich, glaube ich, nicht in Ägypten. Wohnwagen gespannt. Würde ich in Esten ja, eigentlich hier irgendwo in den... Irgendwo... In der Nähe von der Autobahn von irgendwie hier sowas wie Renesse nehmen oder sowas, weißt du? Zumindest in meinen... Also, ne? Keine Ahnung, ich muss ja nicht immer Renesse nehmen. Aber halt in den Zuläuferwegen, ne? Keine Ahnung. Oh, vielleicht ja hier. Ich glaube, für die anderen Sachen gehe ich erstmal nach New York. New York dürfte Dunkin' Donuts haben, dürfte vielleicht so einen Postal-Bums haben. Wir waren ja mal in New York, Christian und ich. Fand ich ziemlich nice. Aber haben wir da bei einem Dunkin' Donut? Nee, eigentlich nicht. Aber hier war sehr viel. Ach, wieso gibt's denn hier nur Wohnmobile? Das ist kein Wohnanhänger gespannt, das ist nur ein Wohnwagen. Scheiße. Also halt irgendwo in Holland. Was, wenn wir uns da hinstellen? Können wir die ja von außen sehen? Da ist sie. Da fahren die Autos dann rein und raus. Also das zählt. Das ist die Autofähre. Ja? Komm, muss da irgendwo einen... Ja, perfekt. Da haben wir doch ein wunderbares Wohnwagen gespannt. Ein Basketballkorb, den würde ich am ehesten irgendwo in den USA sehen. Und zwar irgendwo in New York, in Brooklyn, in irgendeinem kleinen Park. Und zwar hier.
Okay, pass auf, dafür gehen wir. Wir gehen mit der Dunkin' Donuts von Weg nach New York City. Danke. Zwei Starbucks, Subway. Als ob hier nicht ein Dunkin' Donut mittendrin ist. Und am Brooklyn Bridge Park, da haben wir nämlich damals auch mit der WWE was gemacht. In irgendeinem der Piers, da waren nämlich auch so Basketballkörbe. Starbucks, wieso ist hier über Burger King? McDonald's, komm ey, Dunkin' Donut. Ja, ich glaube, der war da tatsächlich sogar. Darf man nämlich Basketball zocken. Ja, hier haben wir quasi Boccia. Ne, Moment. Lass mich kurz überlegen. Da ist die Stadt. Da haben wir Boccia gespielt. Okay, das sieht irgendwie jetzt hier anders aus. Guck mal, jetzt kannst du hier richtig krass trainieren. Ist ja witzig. Okay, aber da offensichtlich Basketball-Koop. Und jetzt wollen wir eine Train-Station haben. Taco Bell. Alter, ich finde hier wirklich alles. Da, Dunkin. Da ist ein Dunkin' Donut. Ja, let's go. Dille, dille. Wo bist denn du, Dunkin' Donut? Da! Dunkin' Donuts! Nice, haben wir. Fahrradfahrer mit Helm werden... Oh, warte mal. Hast du einen Helm auf? Ey, der hat eine Mütze auf. Das zählt doch zu 50%, oder? Boah, also eine schwarz-bunte Kuh, also eine weiß... Schwarze Kuh ist gar nicht so leicht zu finden, hätte ich jetzt gesagt. Wo würde ich denn sagen, wo sind denn die meisten Ranches? Ich habe ehrlich gesagt keine Ahnung. So babyblaue Teslas. Ja, nie gesehen, die Farbe. Aber in Amerika ist halt ein bisschen anders, ne? Kann man die in Österreich finden? Da haben die eher nur so Almkühe, oder? Fuck. Geschmückten Weihnachtsbaum. Ja, moin. Guck mal, da könnte ich doch. Wo ist denn das krasse... Wo sind wir überhaupt hier? Wo ist denn crazy Weihnachtsbaum? Das Rockefeller Center brauchen wir. Ich will doch nur so eine Main Train Station haben. Quasi. Kann man die sehen? Kann man... Die haben auch viele Pferde eher. Die müssen ja auch eine gute Anbindung haben in Google Maps. Jetzt bringt mir das halt alles nix. Das müsste Lower Manhattan sein, oder? World Trade Center ist hier. Washington Square Park. Warte mal, irgendwas konnte man im Park finden, oder? Habe ich mir das falsch gemerkt? Wo bist du? Wo ist die New York Main? Wo ist der New York Bahnhof? Das ist Yankee Stadium. Kühe ist ja auch mal richtig schwer. Dunkin' Donuts. Vielleicht gehen wir doch mal lieber wieder zurück nach meinetwegen Washington DC. Da haben die bestimmt auch einen Dunkin' Donuts. Die Frage ist, das musst du halt finden jetzt, ne? Ich weiß ja nicht, wo ein Dunkin' Donuts gerade zufällig ist. Da! Wollte gerade sagen, wir waren nämlich auf dem Rockefeller Center und haben ins Empire State Building geguckt. Und wenn ich jetzt hier zum Rockefeller Center auf den Platz gehe, dann wird doch irgendein Dulli hat einfach nur innen drin ein Foto gemacht. Da ist doch immer dieser krasse Weihnachtsbaum, oder? Okay, Washington vielleicht doch nicht der beste Ort. Komm, hier muss ja irgendwo Dunkin' Donuts sein. Die Leute, die hier shoppen. Ha! Dunkin'? Und steht da nur Dunkin' dran. Ja. Ah, da gehst du in den Tunnel rein. Okay, pass auf. Wir nehmen dich doch nicht, weil ich mich dazu wenig auskenne. Wir gehen dafür tatsächlich ganz kurz Amsterdam Zentral. Hier. Habt ihr ein Dunkin' Donuts? Chocolate Company, Grand Café, Mango, Victoria's Secret... Starbucks. Ey! Sieht hier nicht aus wie so ein Dunkin' Donuts. Wieso kann ich denn mich hier nicht bewegen? Da! Da! Da!
Okay, ist der schon geschmückt? Ich würde sagen schon. Der hat zumindest oben einen Stern drauf, oder? Leute, der hat doch einen Stern drauf. Damit ist er doch jetzt... Also ich glaube, da fehlen noch so ein paar Dinger. Aber ich würde schon sagen, der ist geschmückt. Wäre das denn Dunkin' Donuts? Ah, Fee Face! Na klar, es ist ein Dunkin' Donuts, aber den erkennt man von außen nicht. Auf der anderen Seite vielleicht. Hä? Das sieht nicht so aus. Okay, wir gehen nach L.A. Ab nach Cincinnati. Oh ja, Moment, ich wüsste, wo vielleicht doch eins ist. Moment, jetzt nochmal gucken. Da ist Las Vegas. Ich würde sagen, neben dem Paul Brown Stadium, da findest du doch bestimmt einen Dunkin' Donuts. Die Leute wollen doch da essen. A what a what? A what a what? Was war das denn für Pimmeldinger? Excalibur Hotel MGM Grand. So, hier. Wo könnte hier einer sein? Hello Kitty, Bärhaus, bla bla bla. Level up. Nein. Boah, das kostet halt alles übel viel Zeit. Coffee Bean, Blondspot, Capture Premium. Nein. Es muss doch hier irgendwo einen Dunkin' Donuts geben. Das ist doch wie Subway. Oder Mc's. Wir gehen nach Tokio. Das Pokémon Center. Ist das nicht? Wir wollten zusammen Pokémon Center. Und das war hier doch im Norden. Jetzt bin ich mir gerade nicht sicher. Subway. Komm, hier irgendwo. Hofbräuhaus. Na klar. Cincinnati hat ein fucking Hofbräuhaus, aber kein Dunkin' Donuts. Oder ich sehe es nicht. Natürlich kann das auch sein. Wahrscheinlich habe ich das jetzt tausendmal auch übersehen. Dirty Dogs, Wahlburger, Subway, Coffee Factory, Ben & Jerry. Alter, ich habe Ben & Jerry's gefunden, ja? Taco Bell, McDonald's, Wendy's. Wo ist hier fucking Dunkin' Donuts dazwischen? Waffle House. Fuck you. Irgendwo gab es hier so einen krassen Pokémon-Store. Das finde ich jetzt nicht. Bei mir auf meinem Google Maps habe ich dann natürlich alles krass markiert und so. Warte mal, da ist Shinjuku. Das wird so nix. Wir gehen nochmal nach New York City. Wir gehen nach New York City. Suchen den Times Square. Noch ein Starbucks. Noch ein Starbucks, Alter. Noch ein Starbucks. What the fuck? Ja, yes, und deswegen ist Starbucks weiter oben als Dunkin' Donuts, weil Dunkin' Donuts existiert gar nicht. Oh, FedEx und UPS. Ey, das fickt mich ja heute überall, wo es nur kann, das Spiel. Wir gehen jetzt hier in den Central Park. Da. Und dann hoffe ich einfach... Fuck. Fahrradfahrer mit Helm. Da. Jawohl. Easy. Das ist ja Starbucks. Ich finde alles, aber nicht das, was ich finden muss. Taco Bell. Wo gibt's denn noch einen Pokémon Store? Warte mal. Vielleicht am Tokyo Tower? Ich fühle mich so verarscht und gescampt von dem. Vom Leben. Unfassbar. Da haben wir UPS. FedEx. Nochmal FedEx. Okay, Pokémon ist auch richtig doof. Basketballkorb. Shit. Oh, wir hätten in New York bleiben sollen. Das wollte ich noch in New York. Da. US Postal Service. Wunderbar. Okay. Ein Wohnwagengespann. Ein Basketballkorb. Hier in Brooklyn gibt es da bestimmt irgendwo einen Hinterhof, wo krass Basketball gespielt wird. Muss ich halt jetzt schielen. Noch ein US Postal Fahrzeug finden. Und einen Dunkin' Donuts am besten. Okay, pass auf. Für einen Basketballkorb gehen wir jetzt nochmal nach Los Angeles. Wir sind überall Parks. Irgendwo muss doch
Da, das ist Baseball. Da ist noch was. Da ist. Das sieht aus wie. McLaughlin Park. Komm, hier wird viel Sport gemacht. Hier wird auch viel Sport gemacht, aber. Das sind doch Basketballkörper. Hier. Genau hier. Also ein US Postal Fahrzeug. Ja, nice! Hier ist eins! Geil! Das ist ein USPS. Okay, nice. Glück gehabt. Yes! Basketballkorb! Haben wir. Basketballkorb haben wir. Ein Staudamm. Oh, Staudamm wollte ich auch noch schnell machen, bevor meine Zeit abläuft und ich keine Zeit mehr habe. Und hier ist der Ferry. Nicht der Ferry, der, genau. Der, hier sind die Ferries, ja. Dann gucken wir mal ganz kurz hier. Das Green hat keinen Basketballkorb gerade. Okay. Aber wo ist denn Muscle Beach? Vielleicht ein Pokémon? Eine Autofähre. Eine Autofähre ist doch machbar. Indem man einfach hier diese Autofähren sucht. Hoover Staudamm. Oh, guck mal, den sieht man sogar vom Satelliten sehr, sehr gut. Komm, wir gehen mal hier vorne auf eine Plattform. Oh, es ist ein schöner Staudamm. Oh, der Hoover Staudamm. 50 Grad im Schatten hatten wir, als wir da waren. War mega nice. Wir sind rein, also drüber, einmal bis zur Hälfte, haben uns umgeguckt. Kein Wasser da. Okay, let's go wieder, let's go wieder. So eine Autofähre. Ja. Yeah. Colorline. Lol, damit sind wir sogar gefahren. Hä? Ja, yeah, da. Basketballkorb, ja. Haben wir auch. Okay, fehlt noch eine schwarze Kuh, ein Weihnachtsbaum, Pokémon. Jo, Moment, der Weihnachtsbaum. Da gehen wir tatsächlich nochmal schnell nach New York. Und zwar nach Empire State Building. Das heißt, hier irgendwo ist doch auch der Madison Square. In Bad Mitterndorf gehe ich jetzt einfach zu Ferienwohnung Rita, ne, Kletterbox. Grimmingstadion, was ist denn Grimmingstadion? Ich glaube, hier sind wir ernsthaft runtergefahren, kein Scheiß. Ich glaube, ernsthaft, hier ist der Ort, wo wir runtergefahren sind. Damals. Salzkammergutstraße. Da habe ich die Hoffnung, stehen Kühe rum. Okay. Hier stehen einfach gar keine Kühe rum. Verdammt, wie hieß denn das Ding nochmal? Rockefeller Center. Genau, das ist das, was ich suche. So, und hier unten steht doch eigentlich immer der Weihnachtsbaum, oder? Das Problem ist, ich sehe halt nur die Autofähre von innen und nie von außen. Das ist halt echt ein Problem. Komm, hier steht doch irgendwo eine Kuh rum. Da! Colorline Cruises. Da ist eine große Autofähre. Da stehen die Autos alle an. Ja, 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 ja. Okay, was ein Glück. Puh. Gut. Das ist der Da. Jawohl. Weihnachtsbaum. Geschmückter Weihnachtsbaum. Check. Okay, wenn ich eine Kuh wäre, wo wäre ich dann? Hier auf den Wiesen. Das sieht gut aus. Ja, Salzkammergutstraße. Ich habe noch die Hoffnung in die Salzkammergutstraße. Okay. Nee. Nee. Nein. Postlame. Fahrradfahrer mit Helm. Scheiße. Das hätte ich auch sehen können. Warte mal, nochmal zurück nach New York City. Da. Knödelalm. Oh, die haben doch bestimmt Kuhe. Kuhe. Scheiße, aber die haben kein Google Street View. Das ist Mofa-Fahrer. Alter, Mofa-Fahrer. Natürlich bin ich jetzt Mofa-Fahrer mit Helm. Ich habe halt echt heute noch ein US-Postal-Fahrzeug. Als ob die so häufig sind. Da, alles eingezäunt für Kühe. Es ist auch wunderschönes Wetter, aber keine Kuh da. Ach komm, als ob. Ein Wohnwagengespann gibt es doch safe
Hier irgendwo dürfte doch, da ist Renesse. Wo ist der fucking Damm, über den man fährt? Bist du das? Nee. Du bist der Damm, wa? Ja. Das kann mir doch keiner erzählen. Österreich besteht doch quasi aus Kühen. Ja, die haben eigentlich nur Pensionen, wo man richtig geil unterkommen kann, um entweder zu wandern oder Ski zu fahren. Hab doch einen Helm auf, Junge. Gerade in New York würde ich doch safe einen Helm aufziehen. Gar keinen Bock, mich plattfahren zu lassen. Fuck. Das ist natürlich belastend. Das ist nicht belastend. Ein Wohnwagengespann. Check. Irgendwo muss doch auf irgendeiner Kacklandstraße irgendwo eine Kuh rumstehen. Ey, immer wenn ich durch Österreich gefahren bin, waren da richtig viele Kühe überall. Okay, wo kriege ich eine schwarz-weiß gepunktete Kuh? Wo könnte ich die herkriegen? Aus der Schweiz. Den Teil. Ja, Fahrradfahrerin mit Helm. Okay, das haben wir. Das Postelfahrzeug finden wir nicht. Geschmückter Weihnachtsbaum. Oh doch, warte mal. Island ist hier nicht. In Island hier Weihnachtsmann City oder so? Oder war das auf einer Insel da? Da war das hier? Pokémon finde ich auch nicht. Wogenwagen gespannt. Ja, in Holland, ne? Also einfach irgendwo in Holland. Ist hier ein Dunkin' Donuts in der Nähe. McDonald's. Burger King. Krass da aus, ey, ohne Scheiß. So, da, wo wir öfter mal Urlaub machen. Hier so auf der Brücke. Was? Ich hab gesagt, auf der Brücke. Starbucks. Subway. Ich finde die alle. Burger King. Starbucks. Ja, das sieht doch gut aus. Da. Art belastend. Starbucks. Können wir nicht lieber Starbucks statt Dunkin' Schmuggeldonuts da nehmen, ey? Da ist ein Wohnwagen, aber kein Wohnwagengespann. Ah, Holländer, enttäuscht mich doch nicht. Hier muss doch jemand mit seinem Wohnwagen drüber fahren. Von hier aus vielleicht? Du darfst gerne laden. Ja, da sehe ich keine Kuh. Art belastend. Starbucks. Seid ihr Moose? Ja, vielleicht seid ihr Moose, aber ich kann da nicht ran. McDonald's. Ich raste echt wirklich an. Ja, also es ist halt echt. Okay. Eine Minute noch. Alles klar. Kalifornien. Los Angeles. Santa Monica. Seid ihr Moose? Ist da vielleicht eine schwarz-weiß gepunktete dabei? Das ist eine fucking Straße, Digga. Direkt am Pier. Wie hieß das Ding denn nochmal? Da waren wir einkaufen. Oh, die haben, glaube ich, safe einen Dunkin' Donuts. Es war so eine Shoppingstraße relativ nah dran. Wir gehen nach Tokio. Wir werden jetzt einfach... wo ist der fucking Palast? Milja-Schrein, Nationalkundemuseum. Ja, hier. Hier gibt's auch eine Cheesecake Factory. Hier sind doch überall Campingplätze. Warum gehe ich nicht dahin? Camping, der Deunhofen. Ich glaube, da waren wir sogar. Ich weiß jetzt nicht. Ach du Scheiße. Ist hier gar nichts los. Mann, die hat nochmal einen Dunkin' Donuts. Starbucks, och Mann. Nein! Ach, das sind alles so fertig, Camper! Alter, hier. Ne, 30 Sekunden habe ich noch. Das war nur mein Handy, was geschallert hat. Das kann doch nicht wahr sein. Da, Kaiserpalast in Tokio. Hier. Nachbarstraße. Andere Straßenseite. Moment, wo waren wir? Hier irgendwo. Hier geht voll ab. Ich
meine, die hatten hier einen Dunkin' Donuts gehabt. Oh, jetzt lädt ja auch gar nichts mehr rein. Ach, Kacke. Es kann doch nicht sein, ey. Es war echt belastend. Komm, einfach einen Lucky Punch vielleicht noch setzen. Schade, wir setzen keinen Lucky Punch mehr. So, dann haben wir 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Stück habe ich. Ich bin gespannt, was die anderen haben. Gucken wir rein. Irgendein anderes. Da ist ein Camper. Noch ein Camper. Das sind alles Campingwagen. Also das sind alles Anhänger, aber also... Muss es dran sein? Oh, shit. Da! Alter, in der letzten Sekunde oder was? Ja, okay. Den haben wir noch. In der letzten Sekunde haben wir noch... Oh, wo ist er jetzt hin? Ja, komm, ich bin einfach nur zurückgegangen, Dude. Haben wir noch den hier gefunden gehabt? Okay. Alter, fick die Henne, ey. Puh, da war er close. Wir sind durch, 20 Minuten sind rum. Und fangen wir mal oben an. Wer das war gar nicht so einfach. Nee. US Postal-Fahrzeug. Gar nicht. Hab ich was? Auch. Krass. Ja, waren gar nicht so schwer zu finden, tatsächlich. Nee. Also die fuhren, also ich habe auch natürlich nur UPS und FedEx gefunden, aber irgendwann findet man halt auch mal die Nadel da im New Yorker Heuhaufen. So ich habe mir da gar nicht so viel Energie reingesteckt, bin ein bisschen durch die Gegend gefahren und habe nichts gesehen und dachte mir so, vielleicht fahren die in New York auch U-Bahn oder Fahrrad, ich weiß es nicht. Die Post. Na klar. Ja. 2 ist Fahrradfahrer mit Helm. Aber nee. Haben wir. Nur mit Mütze. Haben wir. Schwarz-weiß gepunktete Kuh. Habe ich nicht nachgesucht. Ich habe in Österreich überall geguckt, auf dem Salzweg, aber. Ich habe sie von oben gesehen. Oh. Das war richtig deprimierend. Du siehst so. Kotzt du dich da ran? Oh. Du siehst so eine Kuh, und denkst du, okay, geil, und dann gibt's kein Google Street View Männchen, und ich sehe so, nein. Ach, scheiße. Das ist belastend. 4, einen geschmückten Weihnachtsbaum. Nee, keine Ahnung, wo kann man denn geschmückten Weihnachtsbaum finden überhaupt? Rockefeller Center. Rockefeller Center, ja. Bei mir hatte der Weihnachtsbaum nur den Stern oben drauf, aber nicht die Geschenke dran. Zählt das auch schon als geschmückt? Ja, ist ja Schmuckenstern. Ja. Schon, ne? Okay, dann habe ich den auch am Rockefeller. Ich hab ein Foto gekriegt mit der voll erleuchteten Winterweihnachtspracht, mit allem, ja. Ja, hatte ich auch, aber da stand kein Weihnachtsbaum bei denen. Ach so, dann war das wahrscheinlich dann so ein Punkt, den du einfach nur angeklickt hast. Genau, ne? Ja. Oh nein, auf die Idee bin ich nicht gekommen. Ja dann Staudamm? Klar. In Ägypten irgendeinen. Hooverdamm, einfach Hooverdamm. Ich wusste nicht, wo der ist. Der Hooverdamm ist mal, ich wusste nicht mehr, wo der war. Las Vegas. Direkt rechts von Las Vegas ist er. Ah ja. Ein Pokémon? Nee. Ich habe versucht, in Tokio ein Pokémon-Center zu finden, aber bin klicklich an allem gescheitert. Ich bin einfach durch Tokio gefahren, so verzweifelt, weil ich meinte so, bitte, komm irgendwo einfach. Hast du einen gekriegt? Nee, habe ich nicht. Ich wollte gerade sagen, das wäre ein sicker Zufall gewesen. Und dann das Schlimmste, da habe ich 10 Minuten reingesteckt in die Dunkin' Donuts-Filiale. Ach, hör mir auf mit denen, ey. Das ist das Schlimmste, weil es gibt. Ich habe irgendwo Dunkin' gefunden, fahr dann da rum. Gibt's nirgendwo zu sehen, das scheiß Dunkin-Ding. Dann bin ich in New York gewesen und finde nur noch Mc's, Starbucks, Burger King. Alter, an der Wall alles Street. Andere. An der Wall Street waren 7 oder 8 Starbucks. Da dachte ich mir, es kann doch nicht sein, dass da kein Dunkin' Donuts ist. Ja, hab ich gefunden da in New York. Easy Game. Lacker. War gar nicht so schwierig. Ein Wohnwagen gespannt. Hab ich. In letzter Sekunde in Holland noch gefunden. Habe ich auch gefunden, tatsächlich. Und erst habe ich mich gefreut, dachte mir so, geil, Alter. Und dann stand der Wohnwagen aber neben dem Auto. Und dann war so, nein! Ja, und dann musste ich weitersuchen. Ja, zum Glück in letzter Sekunde noch einen, der angehangen war, gefunden. Aber knapp. Okay, dann haben wir noch einen Basketballkorb. Ja, easy Snack. Ja, easy. Muscle Beach hatte ich auch. In New York, und easy. Die letzte ist eine Autofähre und da habe ich eine Frage zu. Ja. Ja, und zwar, ich war auf unserer Fähre. Zählt das dann? Ich bin extra noch daneben gegangen, aber ich hätte gesagt, ja. Ich hätte gesagt, nein, weil ich extra gesucht habe, noch außerhalb. Also du hast... Aber ich habe ja die Fähre gesehen. Auch in unserer, ja, von innen, aber weißt du, ob das halt die Fähre... Also, das weiß er halt, ja, ne? Ja, doch. Du weißt, dass das die Fähre ist, weil oben links bei dem Punkt steht drauf, was das ist. Und da stand drauf Sendal Ferry. Und ja, dann legt auch nur die eine Fähre an.
Und der Punkt ist direkt vor dem, von der Andockstation am Wippentangakaya, ja, oder das heißt, schon, für mich wo die, okay. Wo die Lanes 1 bis 17 sind für die Autos. Ja, mir ist das egal, ich würde sagen nein, aber wenn ihr da wollt, dann machen wir da auch ja. Und das ist für das Bild, was ich hatte. Und die heißt Scandi Ferry. Deswegen, zählen wir erstmal aus und dann gucken wir uns mal an, ob Bram den Punkt kriegen sollte oder nicht. Ich hab 6. Achso, ich hab 6 ohne die Fähre. 1, 2, 3, 4, 5. 6 habe ich auch mit der Fähre. Du hast 6 ohne die Fähre, Bram. Ich hab 6 ohne die Fähre. Ja, dann sollte das nicht zählen, weil dann. Okay, dann zählt das halt nicht. Alles klar. Ja, weil wir haben Bram auch gefunden, ey. Also es gab halt Bilder von außen von unserer Fähre, von der Color Line. Ich hab ein Bild von außen. Das Problem, was ich hab, ist, dass man die Straße mit den 1 bis mit diesen Roads nicht sehen kann. Und dementsprechend könnte man argumentieren, dass genau das Schiff, was da jetzt gerade steht, vielleicht nicht die Fähre ist. Nee, du siehst halt ja von außen. Ja, du sollst ja ein Schiff sehen, was halt aussieht wie eine Autofähre. Das sieht man ja. Da hat sie einen fetten Bauch und so. Also, das ist doch ein relativ also wenn von außen, ich hab's Bild. Auch nur von außen. Ich hab jetzt nicht die Laderampe bei mir drauf gehabt. Ja, pass auf, ich kann dir das Bild einfach schicken. Nee, alles gut, Bram. Ich würde sagen, du hast gewonnen. Du bist einfach krasser. Auf, das Bild, was ich gemacht habe von außen, meine ich. Da kannst du die Zuschauer schicken. Werden schon richten, ob du gewonnen hast oder nicht. Ja, ja gut, okay, im Zweifel bin ich genauso wie ihr. Ja, denke ich auch. Worst-Case-Szenario. Ah. Richtig. Wunderbar. Dann bedanke ich mich vielmals fürs Zuschauen. Und bis zum nächsten Mal. Haut rein und tschüss. Tschüss. Tschüss.